hat denn der hier für ein Level? 3. Oh, ich bin immer weg. So, ich hab ihn. Oh, der haut ab. Fuck. Ja, sicher haut der ab. Weißt du doch. Hab ihn. Kannst du nochmal ein Lagerfeuer vorne an der Wand bauen? Ist doch schon. Echt? Okay. Neben der Foundation. Ah, wir haben übrigens ein Ölvorkommen. Ganz in der Nähe. Ja. Hast du da schon eins geholt gehabt? Ja. Mich schon gewundert. So, Feuer ist an. Fleisch liegt drauf. Wollt wissen, ob und mein Magen knurrt, sagt er. Der Steinspitzhacke geht, wollte ich wissen. Bitte? Wollt wissen, ob das mit der Steinspitzhacke geht, die Ölvorkommen. Keine Ahnung. Geht's. Level probiert. 6, den töte ich jetzt. Welchen Level waren nochmal lila Strahlen? 35? Jo. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Boah, es ist dunkel. Na gut. 13 Fleisch von so einem Trike ist ja nicht viel. Ich hab mehr von den Dodos bekommen, von den 2 Stück. Fail. Ich werde nur die Hälfte schon gegessen haben gleich. Oh. Gucken wir mal den weißen Strahl, mal sehen, was wir da haben. Fiber. Au. Oh, ich Spiegel, bist du schon weg? Ich bin noch da, aber quasi weg. Ich bin noch da, quasi weg. Okay. Ida ist ja auf der anderen Seite. Die Foundations brauchen ja mega viel Holz und alles andere. Alles. Einfach genau. Alles. Alles andere. Der schon wieder Hunger hat, Alter. Der ist einfach der zu groß. Vollen Kiste auf. Zu viele Muskeln, Holz, die versorgt werden müssen. Ja. Und dann hier die ganzen Trikes her. Er ist erschöpft, er hat Hunger und ihm ist kalt. Die arme Sau. Kannst du mir ein bisschen Fiber mitbringen aus dem Lager? Wen meinst du denn jetzt? Dich? Bin unten bei dem anderen Trike. Okay, bei dem Trike, okay, dann ja. Nicht. Dann nicht. Dann ich pack mal vorne 2 Speere rein, gehe jetzt ins Lager und baue noch ein paar Speere. Alter, wie lange braucht der denn bitte? Brauchst du denn auch Zwillen noch oder nicht mehr? Nee. Eher Pfeile. Okay, ja, Pfeile kann ich noch nicht. Stockduster. Hier bräuchte man so ein kleines, so ein Raptor-Taxi zwischen Wand und Lager. Alter, ich brauche unbedingt was zu essen. Ja, liegt vorne im Lagerfeuer von der Wand. Warte, ich esse erstmal Bären, der hat doch genug drin hier. Boah, ist dunkel, man sieht ja gar nichts gerade. So, auf 0 und 10. 0 und 9. Stopp, stopp, muss da laufen. Stopfen wir uns voll mit Bären. Ja. So, 82 Bären dürfen noch reichen. Narcoberries hier noch. Es werde Licht. Brauche ich hier noch Steine? Habe ich nicht mehr. Okay. Steine brauche ich dafür noch. Ne, Flints. 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 Ja, ich baue jetzt erstmal so, keine Ahnung, 10 oder 15 Speere. Jo, ich habe gar keine mehr. 10 wären schon echt nice. Ich habe schon eine Foundation gebaut. Die Frage ist, wo soll denn die Waffenkammer hin? Ich werde erstmal noch gar keine bauen. Dann sag mir einen Schrank, wo ich es reinlegen soll. Vorne an der Wand? Jo.
Aber wir sollten da gleich mal noch einen PIN-Code setzen. Nicht, dass, ja, jemand die stibitzt. Oh nein, habe ich den jetzt auch sehr angegriffen? Ich weiß nicht, welches Level er hat. Achso, man kann immer nur 10 stacken, okay. Alter, wie weit der wegfliegt, der ist bestimmt nicht, Kriegt der drei Hörner? So. Also, hättest du es auf dem Flugsaurier abgesehen, so wie ich gestern. Ich glaube, ich habe 3 Stück angeschossen und die sind immer aufs Meer geflogen und abgestürzt. Und dann kamen Haie. Einer wurde vom Piranha zerlegt. Das nenne ich Glück. Ja. Dann habe ich sie alle ausgerottet, das war's dann. Im Ernst, wo bin ich? Schnell werden. Gut, pack erstmal 5 Speere vorne rein. 10 Speere liegen, nee, fast 20 Speere liegen in unserem Lager, am Lagerfeuer, direkt in der Kiste. So, also ich bin jetzt mit dem Hund rauskommen in 15 Minuten bis 20 Minuten wieder. Jo, ja, viel Spaß. Vergiss nicht, dass der Trike unten nicht aufwacht, oder? Das wäre echt schade. Jo, ich mache gerade schon Narco Berries. Super. Also bis gleich. Bis gleich. Jo. Der Dalle hat sich noch gar nicht gemeldet, ich habe ihm eigentlich geschrieben. Nun ja. Komm runter jetzt hier, du blöder Strahl. Oh, Johnny, warum hast du viele Bären? Ja, weil der Blaggett mit ihm Narco Berries gesammelt hat. Boah, guck mal, hat der auch Hunger? Im weißen Strahl haben wir wieder mal nur... Oh, einmal Steine, komplett... Steine und Holz, alles rausnehmen. Nee, leider nur einmal komplette normale Sachen. Boah, ein orangener Vogel. Wir können natürlich auch unsere kleine Hütte als Waffenkammer momentan nutzen. Da sind ja 3 Truhen drin. Ist aber total ungünstig, finde ich. Okay. Ja, die müssen wir eh nochmal abreißen. Ja, die steht da so mitten im Weg drin. Ich würde das mehr so an den Rand setzen. Weil wir müssen ja noch in der Quest für jeden eine Bude bauen. Ja. Ich habe gesagt, also die würde ich nicht größer gestalten, als das Ding ist. Sonst hast du irgendwann gar keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Klar, da ist doch mal genug Platz, müssen wir nur ein bisschen auseinanderziehen. Also Platz haben wir schon. Wollte gerade sagen, also Platz haben wir hier noch und nöcher. Kann jeder... Ich hab so und so viele Felder und... Wobei, in den Regeln stand doch sogar drin, mindestens eine 2x2 Hütte, ne? 3x3. Echt? Ich mein 2x3. Oder waren es nicht sogar 4x4? Ich mein 3x3. Ja, 3x3 war's, glaube ich. Ja, Chris, du musst es ja wissen. Ich frag mich, wer die Regeln gemacht hat. Ja. Das frage ich mich auch. Immer wieder. Sollten wir uns eigentlich mal beschweren. Ja. Tu das mal. Da gäb's so ein paar Punkte, wo man sich beschweren könnte. Ach, jetzt hör auf. Jetzt mach's nicht noch schlimmer, als es ist. Klar. Ich schreib eine Beschwerde. Sammel Unterschriften. Genau, mach das. 23 Unterschriften. Was? Ja, ein bisschen bereut habe ich schon, dass man Tribes, die offline sind, nicht plündern darf. Schon naja, sehr das Verlangen danach. Dann hätten wir ein ziemliches Problem, ne? Ja, dann wären wir ständig geplündert. Ach, die uns gefunden hätten. Die haben uns doch schon längst gefunden. Die haben uns schon gefunden. Ja, aber nur Survival Core. Nein. Wer noch? YourTube hat uns auch schon gefunden. Deswegen müssen wir jetzt allererstes zubekommen, das ist das Wichtigste. Und Pala auch, also da weiß auch, wo wir sind. Pala ist ja egal, das ist ja ein Rekrutenlager. Aber das Problem ist, wenn es andere wissen vom Rekrutenlager und die dann in das andere Lager reinkommen, weil sie dann ja Rekrutenausbildung haben, dann ja, wissen sie, wo sie suchen müssen. Ach, bis dahin haben wir zu, wir kriegen doch heute noch zu. Ja.
Haben wir schon eigentlich... Sweetie, baust du fleißig? Ja, mir fehlt Holz. Holz und Steine und... Ja, ich bin ja gleich schon wieder am Farmen. Vier Wände habe ich noch mal. Ach, die Kacke mit dem Dino hier unten, der nervt mich voll. Habe ich noch die ganzen Wasserleitungen und... Ja. Warum hast du hier eigentlich so viele Bären? Das ist echt nicht feierlich. Ess welche, du bist doch eh am Fangmann. Ja, wie viel soll ich denn essen? Ich habe gerade fast 100 gegessen und der war noch nicht mal halb voll gefüllt, der Hunger. Also in dem Feuer am halb vor Dingens habe ich jetzt 15 Fleisch reingelegt und habe mir dafür die 5 rausgeholt, wo drin waren. Das alles von 2 Dodos. Mache ich hier unten mal noch ein bisschen Holz nebenbei. So, ich habe jetzt 40 Speere gebaut, reicht das? Dürfte reichen. Brauchst du auch alle... bitte? Nur Level 70, 3 Stück. Bitte, was brauche ich? Ich habe an einem Dino, der Level 70 war, 3 Speere verbraten. Ja, deswegen. Dann nehme ich mal 10 Stück und bringe sie vorne in die Kiste. Haben wir einen Schrank für Wasserleitungen und so weiter? Jo, draußen. Draußen. Das ist immer... Draußen der rechts, der ganz rechts. Auf der Klippe da. Da drüben. Da. Irgendwo. Da hinten. Ey, ist auch cool, ja. dass man... tatsächlich die Wasserleitung unter die Foundations packen kann. Das ist genial. Ja, feier ich voll. Ja. Hab noch 20 Kübel Stück da rein, das ist egal. Boah, ist das dunkel. Licht. Augen auf. Nee, ist so voll der Schatten. Oh, auf, ich komme. Versteckt euch. So, jetzt brauchst du Holz. Also ich wäre schon dafür, dass wir so schnell wie möglich eine Waffenkammer bauen. Dann haben wir die Quest wenigstens. Ah ne, haha. Können wir noch keine Waffen bauen. Noch ausfüllen. Ja, von jeder Dingens, von jedem eine Waffe für jeden. Ja. Ja, aber dann haben wir wenigstens schon mal einen Anfang, weißt du? Dann kann ich da die ganzen Waffen reinstopfen und haben eine Sortierung schon mal. Ich habe jetzt leider den ganzen Schrank mit Tetch einfach mal geplündert. Und vorne, da wo jetzt der Schrank ist an der Mauer, da können wir ja so einen kleinen Turm bauen. Wo wir dann auch Waffen drin lagern. Oben auf dem Stein gemacht. Können wir ja direkt auch machen. Auf dem Stein. Hast nämlich voll die Aussicht dann. Ich meine aber unten, dass man so als kleines Zwischenlager, dass man da immer Sachen reinpacken kann, dass da Waffen drin sind, ein bisschen Material, um sich Werkzeug herzustellen, dass man nicht immer erst zum Hauptlager laufen muss, weißt du? Na. Wo wir über Gebäude reden. Wir haben noch einen Platz gefunden am Freitag, wo man super noch einen Wachturm, einen Außenlinien bauen kann. Okay. Echt gute Aussicht. Da hinten hängt irgendwas im Baum, das wird jetzt sterben. Wieder nur auf Krawall aus. Ja. Schlimm. Oh, das ist eine Schildkröte. Welches Level hast du? 12. 12. Easy. Die hängt im Baum fest. Was will die machen? Sich töten lassen. Kriegst du den Kopf, wenn du dich schon umdrehst, bitteschön. Oh, hab ich. Was machen die Steinwände? Meine Bestellung? Ich bin am Holz sammeln, Steine haben wir, aber kein Holz. Ich hab nochmal 100 Holz hier unten. Warte mal, ich komm mal hoch. Warum komm ich da nicht rüber? Aber könntest du dann vielleicht nochmal dich auch kurz um den Ding zu kümmern? Oh, ich bin gerade am Holz- und Steinefarmen hier. Ja, wir können nicht beides machen, das geht nicht. Nein. Wir können dir nur entweder farmen oder. Aber dann musst du dich um den Track kümmern. Ich werde wahrscheinlich nachher wieder den ganzen Wald abholzen. Alles roden. Vorne den Strand habe ich gestern ganz weg. Wie hier schon wieder der ganze Wald abgeholzt ist. Ein. Da fallen die. Wer ist denn da hinten bei dem grünen Strahl? Welcher grüne Strahl? Da hinten im Wald. Müsste Gabak sein. Ja. Hol ihn doch schnell. Wo ist denn da ein grüner Strahl? Hinter dir. Habe ich keinen Platz für.
voller Holz. Oh, jetzt gehen die Bäume wieder übelst ab hier. Ich bin schon... Ja, hier haben wir doch genug Platz zum Bauen, Alter. Wo? Na ja, überall. Ja, es dreht sich um, wenn wir hier stehen. Gar nicht, ich laufe gleichzeitig. Seitlich. Ist der Strahl noch da? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist mich schon wieder mobben? Ja. Ist der Strahl noch da? Ich sehe ihn nicht mehr. Ganze Bäume sind im Weg. Los, wie die hier, hast du Holz. Ich hab keine Steine mehr. Ach, jetzt hör auf, ich habe auch Steine da. Der Strahl ist immer noch voll weit weg, ey. Das täuscht, dass der nicht so nah, dass der so nah wäre. Okay. So, jetzt haben wir nochmal 9 Wände. Ja, alles aus. 9? Das dürfte sogar, naja, nicht ganz. Hab ich schon wieder 5 groß Fleisch her. Dilo getötet? Ach, die Schildkröte. Die Schildkröte? Wolltest du gerade sagen? Das war ich bin abgehakt. Noch kein Level 15. Ja, ah. Oh, stimmt. Noch kein Level 15? Nee. Ich bin Level 11. Wobei gleich steige ich noch ein Level auf. Weil das geht echt verdammt schnell, wenn du so Sachen am Farmen bist. Achso. Toll. Ja, ich fahre ja nicht so viel am Craft. Jetzt fehlen natürlich die Foundations, die nur Dings herstellen kann. Toll. Du meinst Eulenspiel oder Blackett? Blackett. Welche Foundations? Stein Foundations. Stein, ja. Jo. Didams. Komm, die also Leute. Ich kann jetzt 47 Punkte, also daran mag es nicht liegen, aber ich muss gucken, ob ich nicht vorher die Holz oder sowas lernen muss. Musste, also, ich hab's jetzt hergestellt. Ich hab jetzt auch die Holz-Dinger gelernt, damit ich halt auch mal Häuser bauen kann. Ich hab die Steine jetzt gelernt, was braucht man dafür? Gar nicht so viel, Stein und Holz, aber nicht viel. 15 und 10. Wenn du leveln willst, bau einfach 100.000 Holz-Foundations. Damit bin ich, glaube ich, in 5 Minuten einfach 2 Level hochgestiegen. Da brauche ich Fiber für. Das ist alles im Lager. Noch ein paar Steine jetzt hier, 15 Stück. Über das Fernsehen macht dumm, aber unglaublich viel Spaß. Was kostet Nerven? Ja, die ganzen RTL-Soaps, die kosten wirklich Nerven. Fernsehen macht nicht dumm, meine Lieblingsserie ist mal Familien im Brennpunkt. Genau. Das Schlimme ist, das macht den ganzen Tag da. Wer? Scheiße, müsste schon wieder mal runter gucken zum Dingens. Ach, zum Dingens. Mhm. Dingens und zum Bummens. Zum Trieg. Ja, dann mach das mal. Nenn die bitte so. Trieg? Ja. Trieg.